3, 2, 1. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS17 im Multiplayer auf der Südhämmern mit dem Ansgar von Nordrhein TV Play und dem Sachsen-Netzplayer. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Bei uns gibt es einen Busunternehmer, das heißt Hallo. Hallo. Okay. Ohne Scheiß. Nicht Hallo, sondern Hallo. Mhm. Das soll ein Konkurrenzprodukt zum Fernbus-Dingens sein, der hier rumfährt bei uns. Ah, okay. Haben sie voll von mir geklaut. Wird Anzeige da, ist raus. Ja, ja. Ja. Wird da mal gucken, ob die was locker machen. So. Würdest du gerne, Habt ihr gewusst, dass der Holmer T440 die Maschine des Jahres 2014 und 2016 ist? Nein. Nee. Ich auch nicht, steht hinten drauf. Okay. Ah. Ja, steht hinten drauf. Hi Pixel. Ja, schön. Schön. Wieder was gelernt. Verstehe ich jetzt auch nicht. Echt nicht? Ach nee, ihr hattet ja mit dem Typen nicht so viel zu tun, scheiße. Entschuldigung, ich vergaß. Für die Insider der Insider, jetzt dürft ihr lachen. Die alten Hasen, wollte ich sagen. Ach nee. Ansgar, ich habe bei dir tatsächlich ein Video gesehen. Oh, das ist nicht gut. Was, welches denn? Von der Gamescom. Da ging es um einen Simulator, ich weiß nicht genau, wie er heißt, wo du Fahrzeuge, also wo du deine Fahrzeuge selber beladen kannst. Ich glaube, Transport. Delivery Simulator. Den fand ich richtig gut. Ja? Fandst du richtig gut? Das fand ich wirklich gut. Das ist der erste Simulator, wo du deine Fracht selber laden kannst, wo du den Anhänger selber laden kannst und wo du dann zum Ort hinfährst und das wieder, glaube ich, selbst entlädst. Und das mit mehreren verschiedenen Fahrzeugen. Du kannst von der kleinen Pritsche angefangen über bis zum großen 40-Tonnen alles haben. Mit verschiedenen Anhängern und so weiter. Das finde ich echt gut. Das stimmt, aber ich habe mir das ein bisschen angeguckt. Also da ist schon noch viel zu tun. Also für Mobile wird das auf jeden Fall mega, glaube ich. Das macht schon Spaß, das wird was. Für PC bin ich mir noch nicht so ganz sicher, weil das soll ja nächstes Jahr dann irgendwann für den PC kommen. Das ist ein Unity-Spiel, das ist schon immer mit Vorsicht zu genießen. Und da fehlt da einfach noch so wahnsinnig viel. Also das waren ganz viele Details, die da noch nie. Aber die Idee finde ich grundsätzlich auch sehr cool. Die ist Bombe. Achso, nicht werbefreundlich. Sorry, darf ich nicht sagen. aber was ich habe bei einigen YouTubern da gesperrt wird, ne? Ja. Das, ich habe ja gar keine Probleme damit. Werner vermutlich auch nicht, oder? Bis auf eine Folge? Nee. Ja, die Kalk-Folge da. Ja, genau. Absolut werbeunfreundlich. Ich verstehe es nicht, aber gut, ja. Nee, sonst habe ich keine Probleme, ne? Nee. Ich auch nicht. Ja. Bis auf die Szene im Mörchensee. Jetzt mal ganz im Ernst, was spielen wir? Kinderfreundlichen Content. Ja, aber guck mal, der Newstem hat ein Video hochgeladen mit dem Titel Test, schwarzes Bild. Ich glaube einfach, dass sie von Newstem einfach den Kanal, weißt du, allgemein ein bisschen... Ich wollte gerade sagen, die haben den Kanal gefleckt, ist bei dadurch ja nichts anderes. Die haben einfach den Kanal genommen und gesagt, okay, 80% von dem Kanal dreht sich um ein Thema, was nicht werbefreundlich ist. So, dann hauen wir gleich den ganzen Kanal weg, weißt du? Was ist denn das Thema, was nicht werbefreundlich ist? News. Nachrichten. Wahrscheinlich. Unabhängige Nachrichten. Weil weiß ja keiner so genau, was es ist. Und bei The Floyd geht es ja noch eine Stufe höher. Da werden ja mittlerweile Videos gelöscht. Ja. Also nicht gelöscht, sondern gesperrt, so rum. Ja. Weißt du? Aber auch nicht so neu ist, weil das gab es auch schon mal irgendwann. Ja, aber nicht in diesem Ausmaß, wie es jetzt aktuell ist. Nicht in diesem Ausmaß, aber... Die Frage, es wurden immer mal wieder Videos gesperrt und gab es immer so einen kleinen Aufschrei und dann wird es wieder sein gelassen und so. Die Frage ist, ob die von YouTube direkt gesperrt werden oder von Dritten? Von YouTube eigentlich. Ja? Wenn ich seine Floyd sein Video richtig verstanden habe, von YouTube selbst. Ich konnte das nicht ganz raushören, ob das jetzt von Dritten gemacht wurde oder... Jawohl, du kannst eigentlich sagen, dass es von Dritten ist, weil es setzt sich da kein Mitarbeiter hin und sagt, kein Bock, eben. Sondern das ist ein Algorithmus. Und der Algorithmus funktioniert halt wie immer Bombe. Und ja, der rast dann halt jetzt mal momentan so durch, was halt so ist, ne? Wobei ich sagen muss, dass ich die LeFloid-Nachrichten auch echt schlecht finde. Also Moment, da würde er dir jetzt sagen, kriegst du eine Nackenschelle, es sind keine Nachrichten, es ist ein Meinungsformat. Ja, ist mir egal, ist trotzdem schlecht recherchiert. Ich weiß, das ist...
Finde ich sehr bedenklich bei der Größe. Also was er für ein, weil ich meine, es ist ja weil es ja News ist, weißt du? Genau. Also, und es ist eigentlich immer nur seine eigene Meinung oder seine eigene Sicht der Dinge. Ja, und das ist halt, basierend auf falschen Fakten manchmal. Es ist auch schwierig, sowas zu machen, zu komplexen Themen, ohne irgendwie so eine Redaktion im Hintergrund zu haben oder andere, die einen da irgendwie unterstützen und mit denen man sich da austauschen kann oder die einem irgendwie bei einem Faktencheck dann irgendwie helfen oder so. Es ist schwierig, gebe ich zu. Aber der ist sich immer noch so sicher dabei, wie er das vorträgt. Und das nervt mich dann irgendwie so ein bisschen. Sowas kann ich nicht gut leiden. Ich würde dir mal ein bisschen Kommentar schreiben, du. Nee. Der wird bestimmt gelesen. Natürlich. So. Naja, aber ja, abwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt. Im Endeffekt können wir eh nichts machen. YouTube ist der Boss und der entscheidet, was geht und was halt nicht geht. Ja, also spätestens wenn die Leute wegrennen, dann ja, werden gut. Die sich das schon überlegen. Aber dazu also, müssen es halt erstmal kommen. Ja, ja, aber ich glaube schon, dass es provoziert wird, weil es gibt ja auch noch andere Angebote. Also es ist jetzt nicht so besonders, was YouTube macht. Die stellen eine Plattform, wo man Videos hochladen kann. Das ist sicherlich originell, aber es ist ja nicht die einzige Plattform. Und wenn es den Leuten irgendwann zu doof wird auf YouTube, dann gehen die halt woanders hin. Viva, viva, viva. So. Aber wir wollten auch über Pure Farming reden. Das stimmt. Und Randy, was fandst du denn so? Oder Werner, ganz zuerst mal, du warst nicht auf der Gamescom? Das ist richtig. Oder warst du inkognito da? Aber, nee. Ich war der mit der Maske, weißt du? Ah, okay. Ach! Entschuldigung, dass ich dich geschippt habe. Ja, du warst das. Okay, ja, ja, raus, dann, ich, ja. Werner, ich musste durch. Hattest du deine Maske auf? Weiß nicht, ich wollte nicht erkannt werden, weißt du? Eigentlich wollte ich mir über die Maske noch German Let's Play draufschreiben, aber ich hab's dann gelassen. Die Gegenfrage, die richtige Gegenfrage wäre jetzt gewesen, wieso lag der Stroh rum, aber gut, das... Nein. Also diesen dummen Witz habe ich bei Aerosoft provoziert, ich habe trotzdem nichts bekommen. Weil mir wurde von Kollegen mitgeteilt, man muss diesen dummen Spruch bringen, um diese T-Shirts zu bekommen. Ich habe nichts gekriegt. Ich hab's eine Ohrfeige bekommen. Ich wurde einfach nur nervös angeschaut von den CEO. Wow. Moment, ich muss mal kurz fragen. Da war der Chef von Aerosoft und du bist da hingegangen und hast gesagt, warum liegt hier eigentlich. Nein. Ich hab mit den Frederik geredet. Ah, Frederik, ja. Frederik. Deswegen. Und der so, ja, meinte, zu Natalie, wegen so, weil dein Kamera und alles so da war, dass irgendwie so, dass er ja nur eigentlich nicht der Perfekte dafür ist, dass er halt, keine Ahnung, jetzt nicht so gut mit der Kamera, bla bla bla. Deswegen, das hat halt so gewirkt, als würde er so, also hat er die Situation vor der Kamera halt quatschen oder aufgenommen zu werden und nicht so oft gehabt. Aber trotz all dem war es ein gutes Interview, das muss man lassen. Hat mir eigentlich alle Fragen bis auf die eine beantwortet. Ach, du hast das im Video gestellt. Ich habe diese Frage. Nein. Die blöde Frage habe ich nicht im Video gestellt. Achso, okay. Ich habe am Ende noch. Am Ende war eine Frage, warum sie sich für Aerosoft entschieden, aber nicht für Astragon. Ah, das ist ja. Und der Frage das wurde im dann. Video bestimmt sagen. Ja, andere haben sie mir beantwortet. Ja, nicht. Wen hast du denn noch gefragt? Hier UTR. Aber gut, wir haben jetzt E-Bombe verstanden. Und ja, gut, die Ossis. War wieder nicht werbefreundlich. Ja, wenn es danach ginge, ja. Keine Ahnung, könnten wir Sampa tanzen, oder? Und selbst das wäre nicht werbefreundlich. Das ist zu viele sexuelle Anspielungen. Ja, also zum Beispiel der von UTR hat mir die Frage beantwortet. Ne, aber gut, er jetzt halt nicht, weil. Ja. Mich hat es halt einfach nur interessiert, weil halt größtenteils ja alles. Also, das ist ja jetzt das erste LS-Addon seit Jahren. Mhm. Also, ich glaube 2011 hier Metallicon Media, die hat glaube ich auch über Aerosoft gepublished dann worden. War das ja das erste Addon seit Jahren, was wieder über Aerosoft rauskommt. Deswegen hatte mich das einfach interessiert. Achso, ja, okay. Deswegen. Ja, aber ansonsten. War das alles Tobi-Tipp?
Aber zu deiner Frage wegen Pure Farming, bevor sich das wieder verschiebt. Ja, also ich war durchaus überrascht. Das erstmal von der Standgröße her, weil der war ja, also der Stand war ja im Vergleich zum letzten Jahr riesig. Und auch, was sie zeigen konnten. Also das war auch wirklich auffällig, dass die in der gleichen Halle waren, ne? Ach so, ja, nicht weit vom LS-Stand weg, das stimmt auch, ja. Weil die waren letztes Jahr ja wirklich irgendwie bei Halle 10 irgendwo in der Ecke. Da bist du ja wirklich nur rein aus Zufall dran vorbeigekommen. Das stimmt. Aber wie gesagt, das, was sie zeigen konnten, war halt top. Also wirklich 5 Karten und da so eine Quest im Endeffekt oder 2 Quests. Das war schon mal umfangreicher als das, was Giants angeboten hat. Deswegen. Ja, und am Ende gab es noch die Sachen. Und die Dame Samen. Also hatte sie so Pappding, da waren halt 4 solche. Das ist nicht werbefreundlich, glaube ich. Da waren halt 4 oder 5 solche Samen halt drin. Also aus jeder Karte halt da, was da das Hauptanpflanzkriterium irgendwie halt okay, war. Okay, ich habe eine Frage dazu. Ja. Was hast du damit gemacht, Randy? Bis jetzt liegt es noch im Rucksack. Die Dame, die den Hut auf hatte, sprich die Kolumbien repräsentiert hatte, meinte scherzhaft, der eine Samen, das wäre reines Ganja. Wo ich mir sage, ja. Alles klar, hab jetzt gelacht. Nicht mehr jetzt kann ich eigentlich auch abschalten, weißt du? ihr seid Klapser. Werner, ganz kurz. Ja. Komm mal in der LKW, bitte. In der LKW drehen, warte mal. So. Wo soll ich anliefern? Du hast eine ganze Sache übersprungen. Du musst nämlich zur Mühle fahren, lieber Ansgar. Ach stimmt, ich muss erst zur Mühle tanken. Das muss erst noch ein bisschen gemahlen werden. Und wo muss es dann hin? Von der Mühle aus? Ja. Also bist du schon wieder da. Zur Bäckerei. Lass mich mal nachgucken, damit ich keinen Blödsinn erzähle. Moment. Wo ist meine Tafel? Tafel, hier. So. Also. Wird Roggen, Dinkel, Hafer und Sonnenblume angenommen und Weizen wird ja nicht gemahlen dann irgendwie zu Roggen auf einmal, oder? So, also Moment. Bei der Windmühle musst du hinbringen Weizen und wir bekommen Mehl raus, okay? Hm? Was haben wir? Ah, nee, Quatsch. Das kommt zur Konditorei. Tut mir leid, das war mein Fehler. Ah, okay. Konditorei braucht dann noch, ach du Schande, Zucker, Kirschen, und, Pflaumen und Haarmilch. Ja, wie geht's eigentlich unseren Kühen? Guck dir das an. Wow, unsere Kühe müssen sauber gemacht Können werden. Können wir da auch irgendwie Reibekuchen brauchen doch bestimmt auch Mehl, oder? Reibekuchen, Moment, lass mich gucken. Aua, aua. So, was haben wir hier? Reibekuchen. Ja, ich brauche ja Kartoffeln, aber. Gartenfabrik, oh, Moment. Nee, falsche. Feinkost, Brennerei. Irgendjemand hat schon Milch zu Milchmax gebracht. Super. Ich weiß nicht. Ich glaube auch nicht. Ich auch nicht. Okay. Also das wüsste ich. Bei Reibekuchen braucht man Kartoffeln, Zwiebeln, Wasser und Speiseöl. Okay. Sind eigentlich auch doof, ne? Wir hätten schon längst Wasser und Kompost zur Pflaumenfarm bringen können, dann hätten wir schon Pflaumen. Gleiche bei Kirschen. Ja, man kann aber so viel machen. Das ist ja das Schlimme dran. Ansgar, du hast jetzt mitgenommen Weizen, ne? Mhm. Dann bringst du das mal zur Mühle, bitte. Ja. Kannst du das schon mal dort wegbringen und dann müssen wir uns ein bisschen darum kümmern, dass wir Pflaumen und Kirschen bekommen. Okay. Und Haarmilch und Zucker. Und also eigentlich alles. Und Malz. Moment, wie haben wir Malz? Malz? Gerste. Ne, Gerste haben wir nicht. Okay. Oh, ist das anstrengend. Boah, wenn das hier mal alles läuft, dann sind wir schon. Da können wir jeden Tag abessen wie Kaiser. Kaiser und König. Ja, das stimmt. Wo ist denn die. Ach, da ist die Mühle, okay. Ach, hey. So, Randy, ich bring dir mal einen Anhänger, ne? Sehr freundlich, Werner. Ja, aber Pure Farming. Was mich überrascht hat, ist. Oder was mich positiv überrascht hat, ist, dass es nicht so eine Nachmache ist, sondern dass das irgendwie was Eigenes ist und dass die es auch wirklich ernst meinen. Das fand ich gut. Also, dass die auch Bock haben, da irgendwie eine coole Landwirtschaftssimulation, die sich vielleicht ein bisschen an Jüngere richtet, aber durchaus eigene Ideen hat, rausbringen wollen. Das finde ich gut. Und es spürte sich auch ganz gut, muss ich sagen. Jo. Mir hat es ja von der Grafik her gut gefallen, weil halt nicht so kindlich, sondern schon ein bisschen auf ernster getrimmt.
Und also, du, also ich fand es doch kindlicher als jetzt zum Beispiel LS. Nee. Also, weil es ein bisschen buntlicher war, bunter war. Ja, gut, die Farben so, aber so von der allgemeinen Dings her kam es mir wirklich ein bisschen ernster vor. Und dass die halt auch einfach mal Wege gehen, die mir hier drin halt fehlen. Na, also im Sinne von Weinanbau und von Cis-Sternen oder wie was da auf Japan halt war. Oder Kolumbien, nur einfach Industriehanf und alles. Oder Kaffeebohnen. Weißt du, ja, so, sowas, was du hier halt gar nicht hast, weißt du. Und das finde ich gut, dass sie den Weg gehen. Und ich finde es so gut, dass sie einen Publisher im Rücken haben, der wirklich massiv Geld hat. Und das da auch reinpumpen kann. Und somit denke ich mal, aber wird das schon unterhaltsam. Es ist auch wieder ein Unity-Spiel, ne? Das finde ich irgendwie so. Ja, gut, aber dafür, so hat es halt nicht gewirkt. Hört sich jetzt vielleicht doof an, aber, ne? Ja. Dafür hat es. Vielleicht noch zum Abschluss, wann kommt Pew Farming raus? Weiß man das? Nächstes Jahr im März, glaube ich. Genau. Nächstes Jahr im März, okay. Gut. Im März. Ja, da können wir uns auf alle Fälle drauf freuen, erstmal. Gut, liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben, lasst gerne bei den anderen zwei Jungs vorbeischauen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.